nicht immer bei dieser RTL-Sendung, der sich immer so einschleust und irgendwie. Jenke. Der andere Typ. Günther Wallraff. Wallraff. Wie geil ist er, wenn auf einmal Wallraff anstatt Herm hier so redet? Und wir es erst nicht merken. Gar nicht merken. Oder als Maria. Das als Konzeptfolge. Als Konzeptfolge. Also sozusagen den Gag machen sozusagen. Wir nehmen ganz mal auf und wir, anstatt Maria ist eine Folge lang sitzt da der Wallraff und er sagt immer wieder was. So, ja, hab ich genau. Keine Ahnung. Wie hat der Wallraff so redet? Keine Ahnung. Ah, Herr Wallraff, guten Tag. Beim Bäcker morgens. Okay, zwei Brötchen, wie immer, na klar, hier. Das darf uns ja nicht auffallen. Das heißt, er muss ja, der hat dann auch so eine Maria-Frisur und so Kopfhörer auf. Und da sagt er auch so in seiner Stimme so, Game of Thrones finde ich super. Und dann werden wir Opfer. Maria, ist das erkältet? Was ist das? Naja, okay, dann nehmen wir halt auf. Ich hab Bauchschmerzen. Ja. Ich hab echt wirklich zu viel. Aber ich meine das gar nicht so. Ich das, also das ist halt quasi so verkleidet halt so. Ja, da ist so einer falschen Nase. So ganz und, so, ja, und dann aber halt immer so, ja, ich bin Game of Thrones, finde ich super. Wollen wir anfangen? So. Oh, ich würde die Mats so gern sehen. Ich war heute bei Gästeliste Geisterbahn, einen Podcast, der offensichtlich Jugendliche abzockt. Ich bin dem Ganzen auf die Spur gekommen. Diese Abzocke. Gästeliste Geisterbahn, der Podcast, bitte nicht herunterladen. Ich würde auch so gerne mal allein in dieser Matz, diese Vorstellungsmatz von uns mal sehen, also wie RTL uns quasi so darstellt, so Nils Bokeberg, Donny O'Sullivan und Markus Herrmann. Mit Sturmmasken auf und einem Laptop. Betreiben in einem Berliner Hinterhof seit einem Jahr den illegalen Podcast. Unversehrtheit von Jugendlichen ist ihnen nichts wert. Ja, ihnen ist gar nichts heilig. Und dann so ein Zusammenschnitt so, Fatze, und dann natürlich nur so schlechte Storys, die schlimmsten Sachen, die wir gemacht haben. Ich habe mich eingeschleust. Und mich als ihre Produzentin ausgegeben. Und dann sieht man, wie so Maria die Straße langläuft und hinter so einer Ecke so weggezogen wird. Und dann Günther Wallraff mit Perücke. Von einem kleinen Kackesauger-Auto. Nee, pass auf. Wallraff fängt das natürlich so an. Er moderiert auf so einer Straße. Man sieht den Bordstein so im Hintergrund. Und gleich so in 20 Metern ist so eine Ecke, wo er abbiegen kann. Natürlich so dramaturgisch perfekt. Ja. Er sagt dann in die Kamera noch so, und ich schloss mich da jetzt mal ein. Ich bin ab heute Gästeliste Geisterbahn Podcaster. Und dann läuft er so weg. Und dann läuft er um die Ecke rechts so weg. Und die Kamera bleibt noch so drauf. Ja. Und währenddessen läuft so dramatisch Musik. Ja, ja. Dramatische Musik aus dem 80er. Jetzt kommt der Sound, jetzt kommt von Stranger Things die Musik. Ja. Und so redet er ja. Ich hatte neulich einen Günther Wallraff-Moment, und zwar, da war ich auch sehr aufgeregt, und zwar hat mein Vater irgendwas mit seinem Handyvertrag nicht gestimmt oder sowas, keine Ahnung. Du kennst ja wahrscheinlich sowas, wo man den Eltern helfen muss mit so Zeugs. Ja, klar. So. Hast du das mir erzählt? Das kommt mir so bekannt vor. Kann sein. Aber ich habe dich unmittelbar danach angerufen. Nee, du glaubst nicht, was mir passiert ist. Habe ich das schon erzählt? Ist das deine Stimme? Dann habe ich ihm die ganze Zeit erklärt, was er sagen muss in der Hotline und keine Ahnung, was das Problem ist und so. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, warum rufe ich da nicht einfach an und sage, dass ich er bin, ne? Ja. Weil das können die ja nicht, die fragen ja dann den Namen und das Geburtsdatum so als Check-up, ne? Ja. Und das habe ich dann gemacht, ich war super aufgeregt die ganze Zeit, weil ich dachte so, was ist, wenn das jetzt auffliegt, dass ich ja gar nicht bin und so. Aber das funktioniert. Aber fand ich lustig, weil ich dann so krass aufgeregt war. Nee, warte mal. Du hast das letztes Mal erzählt schon mal. Habe ich das erzählt? Nee, ich guck gerade dich an. Ich glaube, ich habe einfach Nils. Mein Gedanke war so, ich gucke Nils an und habe meine Handbewegung rüber zu Nils gezeigt. Und habe halt dummerweise Bestätigung. Bestätigung sozusagen. Ja. Du hast es aber, glaube ich, letztes Mal schon mal erzählt. Ich erzähle alles doppelt vielleicht, weil ich gar nicht. Nee, nicht alles, das war das Einzige. Günther Wallraff. Aber cool wäre gewesen, wenn du aus lauter Nervosität dann irgendwelche Eigenschaften von deinem Vater genannt hättest, die so überhaupt nicht wichtig sind. Ja, genau. Ja, ich baue sehr gerne Modellboote. Also, ich weiß nicht, was sein Vater für Leidenschaften hat, aber wenn er das als Leidenschaft hätte. Markus, warum machst du hier ein RTL-T-Shirt an? Das ist total weird. Also, vorhin dachte ich, das wäre noch so ein Witz, aber jetzt... Okay, naja.
Kaminkrieg. Immer RTL-Tische. Auch im Kostüm. Auch im Kostüm immer noch so Team Wallraff so auf die Brust gesteckt.